Und damit herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. Wir sind in Folge 8 angelangt, haben hier gerade massive Barbarenprobleme, wollen außerdem eine neue Stadt im Osten gründen. Wir wollen also weiter Richtung Osten ziehen, neue Städte erschließen. Wichtig für unsere Entwicklung. Wir haben in letzter Folge sehr, sehr viel Wissenschaft aufgeholt, aber immer noch zu wenig, um die Römer wirklich zu bremsen. Wir haben unseren Glaubenssatz erweitert. Pro vier Anhänger bekommen wir jetzt mehr Wissenschaft. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass viele, viele Städte unsere Religion bekommen. Und wir schauen mal, ob das uns gelingt. In Ravenna wäre zum Beispiel ein sehr leichtes Ziel. Wir wollen aber natürlich noch unsere Glauben noch weiter missionieren. Wir bekommen ein paar mehr Sachen dazu. Heilige Städte ist jetzt gerade gefragt. Überall werden Schreine gebaut, Tempel gebaut. Das sieht sehr, sehr gut aus, damit wir auch zukünftig Gebäude des Wissenschaftsbezirks bauen können. Also sprich Bibliotheken, später dann auch noch Universitäten und so weiter. Und wir bauen gerade die Petra, die in 9 Runden fertig sein soll. Wir arbeiten auf jeden Fall dran, dass wir hier massiv uns steigern. Bis jetzt sieht es aber ganz gut aus. Was uns ein bisschen Probleme macht, im Moment sind die Barbaren hier. Mittler hilft nicht so wirklich mit. Und wir wollen hier natürlich auch gerne noch weitere Städte bauen. Wir schauen mal. Oh, sehe ich hier etwa ein neues? Ich sehe hier ein neues Schiff. Das sieht mir fast, könnte Dido oder es könnte die Inder sein. Das sind so ungefähr die Farben dafür. Unseren Speer können wir langsam auch mal wieder auf die Reise schicken. Ich würde sagen, wir umrunden jetzt mal so ein bisschen dieses Barbarencamp und gehen jetzt mal wieder so ein bisschen nach Norden hoch und schauen mal, was hier so ist. Und da ist auch noch eine neue Civ. Sind doch nicht die Römer hier, oder? Ist das Bad Rieux? Das könnte auch eine neue Civ sein. Oha. Lernen wir hier neue Spieler kennen. Wir kennen noch zwei. Zwei Civs fehlen uns noch. Müssen wir noch kennenlernen. So, auf geht's in die nächste Runde. Außerdem, was steht an? Wir müssen uns langsam entscheiden. Wir werden dieses Spiel weiterspielen. Ich habe mich, glaube ich, entschieden. Das war ein bisschen. Ich hab tatsächlich ein bisschen überlegt, ob wir dieses Spiel weiterspielen. Es läuft aber prinzipiell her jetzt nicht so super schlecht. Wir wissen nicht, wie viel Wüste haben wir bei der nächsten Partie und so weiter. Wir sollten uns da jetzt nicht drauf verlassen, dass das unbedingt besser wird in der nächsten Partie. Dementsprechend spielen wir die weiter und hoffen das Beste. So, göttliches Recht hat große Fortschritte gemacht. Das heißt, wir kommen der Monarchie etwas näher. Das ist schon mal wieder ein Schritt weiter in Richtung guter Regierungsform. So. Jetzt, was machen wir hier? Wir greifen natürlich hier weiter an. Unser Schwertkämpfer, ja. Wir gehen hier mal auf den Hügel. Oh, da ist der Armbrustschütze, das ist schlecht. Wir greifen aber jetzt schon mal den hier an. So ein bisschen hier den Kampfbonus zu bekommen. Um den massiv zu schwächen. In Apata ist, ich glaube, der Schrein der Tempel fertig. Ja, sehr schön. So, wir können keine neuen Bezirke bauen. Das heißt, wir sind damit erstmal ein bisschen durch. Wohnraum sieht gut aus. Wir bräuchten hier ein bisschen mehr Nahrung. Ihr seht, wir haben 41 Runden bis zum nächsten Bürger. Ich denke mal, der Kornspeicher hilft uns da ein bisschen. Alles andere können wir hier vergessen. Tempel der Artemis bauen wäre nicht so schlecht. Wir haben hier ein Jagdlager. Wie würden wir weiterhin profitieren dadurch? Ich glaube, jeder Lager, Weiden- und Plantagenmodernisierung innerhalb von 4 Länderfeldern und dieses Mal gewährt Einheitlichkeit. Okay. Wir würden massiv Nahrung dazu bekommen. Das wäre nicht schlecht. Und massiv auch Wohnraum. Ha, wir könnten uns das überlegen. Es wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Die Pferde würden davon profitieren hier auf jeden Fall. Jetzt müssen wir gucken. Jede Lager, Weiden- und Plantagenmodernisierung. Das heißt auch Zucker zum Beispiel. Innerhalb von 4 Geländefeldern. Okay, für den Zucker wären wir zu weit weg. Das wären Weiden, die würden beide profitieren. Das Lager auf jeden Fall. Hier würde noch eine. Okay, das ist ein Bauernhof, der würde nicht davon profitieren. Allerdings gibt uns das 4 Nahrung mehr und 3 Wohnraum und Annehmlichkeiten. Und dauert nur 11 Runden. Wir könnten jetzt. Der Kornspeicher gibt nur eine Nahrung. Der gibt allerdings hier 4 Nahrung plus die Annehmlichkeiten. Siedler, Handwerker, dauert mir ein bisschen zu lange. Wir bauen den Tempel der Arte. Gibt es den irgendwo, dass der gebaut wird? Das müssten wir vielleicht mal vorher schauen. Nein, er wird nicht gebaut. Dann nutzen wir doch mal ein bisschen unsere Regierungsform aus und bauen den Tempel der Artemis. Oh, jetzt wär's. Oh, was wir machen. Oh, was wir wirklich machen könnten. Wir könnten den hier auf dieses Wüstenfeld bauen.
1, 2, 3, 4. Würde nicht mehr hier die. Also, was wir dazu bekommen, wäre das hier Annehmlichkeiten gibt. Zwei Stück. Also, wenn wir den hier bauen würden. Lass uns mal rechnen. Wir können uns das bloß gerade nicht leisten, ne? Da müssen wir irgendwas verkaufen. Wir können uns das Feld nicht leisten. Warum wir den hier haben, wir Lager. Weide, das sind zwei Annehmlichkeiten. Hier sind es zwei, sind vier Annehmlichkeiten. Und wenn wir den hier hinbauen, 1, 2, 3 Annehmlichkeiten, richtig? Ja, ich bin für das Wüstenfeld tatsächlich. Wegen den beiden Zuckerressourcen hier. Gut, dann versuchen wir jetzt nochmal ein bisschen Geld zu bekommen. Wir versuchen mal ein bisschen zu handeln. Wir wollen Geld. Das heißt, wir müssen irgendwas verkaufen. Wir könnten Salpeter verkaufen. Einmalig 45. Reicht vollkommen. Machen wir. Machen wir sofort. Reicht. Dann können wir das Feld kaufen. In Apata. Und dann bauen wir den Tempel der Artemis. Dahin. So, können wir dann auch nochmal schauen, ob wir dann vielleicht auch irgendwelche Kulturbezirke hinstellen, die vielleicht uns nochmal ein bisschen was bringen. Das können wir dann schauen. Ich finde das aber so erstmal nicht schlecht. Löst auf jeden Fall das Nahrungsproblem, was wir in der Stadt haben. In Alkuru können wir jetzt noch einen Tempel bauen. Der dauert nur 7 Runden. Da bin ich stark dafür. In einer Runde bekommen wir hier ein neues Geländefeld dazu, was bewirtschaftet werden soll. Das ja, sieht nicht so gut aus mit Feldern, die wir im Moment bewirtschaften. Dann ja, bauen wir trotzdem erstmal den Tempel hier hin. So, hier gucken wir natürlich, ob wir was Neues entdecken. Große Wüste, riesengroße Wüste. Warum sind wir eigentlich nicht da gespawnt? In der deutlich größeren Wüste. Wir wollen Salpeter auf jeden Fall Mine bauen. 6 Produktionen. Eieieiei. Das ist aber krass viel. Hier gibt es 7 Nahrung. Ja, wahnsinnige Stadt. Also richtig krasse Erträge. Gibt übrigens auch nochmal einen Zeitalterpunkt. Wegen der Wissenschaft, die wir hier bekommen? Nein. Kriegen aber den Bonus 3. So, was machen wir mit unserem Siedler? Wir haben massiv Probleme hier eigentlich an dieser Stelle. Im Moment sieht es aber gar nicht so verkehrt aus. Bloß den Siedler können wir jetzt nicht ohne Begleitschutz eigentlich schicken. Wir hätten den Speerkämpfer noch hier. Den müssten wir eigentlich mal aufrüsten. Dafür brauchen wir 240 Gold. Ja, ich bin gewillt, den tatsächlich abzuziehen und hier mit unserem Siedler loszuschicken. Alleine den Siedler jetzt loszuschicken, halte ich für nicht sinnvoll. Oh, das ist sogar 4. Das Feld zu roden wäre wirklich bitterböse hier erstmal. Das müssen wir vielleicht später machen. Ich würde die Dingsressourcen hier eigentlich gerne behalten. Ja. Das machen wir in der nächsten Runde. Den schicken wir später los. Nochmal genau schauen. Also, Glauben machen wir zum Beispiel ganz gut. 43, Wissenschaft 76. Wir brauchen noch eine 6. Stadt als nächstes. Eine 6. Stadt mit unserer Religion. Kriegen wir das hin? Irgendwann Ravenna konvertiert zu langsam. Und wir haben jetzt auch die Römer haben jetzt doch eine Religion gegründet. Oder ist das Batrieux gewesen? Wir schauen mal auf die Religion. Ah ja, das ist Batrieux, die das gemacht hat. Das sieht man nämlich hier. Heilige Stadt Hui, der Gründer Vietnam. Da kommt jetzt auch nochmal religiöser Druck, also aus Vietnam her zu uns. Es wird also schwer, das zu machen. Wir könnten einfach, also sicherheitsmäßig, könnten wir jetzt auch einfach die Stadt hier unten gründen. Dann hätten wir eine 6. Stadt mit unserer Religion. Und die können wir jetzt ohne Probleme einfach dahin schicken, ohne dass wir jetzt große Einheiten durch die Gegend schicken müssen. Die wird schwierig, weil wir da wirklich gerade die Barbarenprobleme haben. Dann würde ich fast sagen, wir gründen die Stadt hier an der Küste. Bauen vielleicht als allererstes den Hafen, den wir schon machen können. Ja. Für mehr Gold.
Und wir haben dann die sechste Stadt mit der Religion, die uns dann später auch Richtung Theokratie und sowas bringt. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Wir warten hier ewig, bis wir die Stadt gründen können. Und wir wollen jetzt mehr Städte haben. Und ja, ich denke mal, das wäre jetzt das Sinnvollste, was wir da jetzt machen können. So, die Frage ist nur, wie machen wir hier weiter? Den nächsten Bezirk können wir bauen bei 10 Einwohnern. Meroe hat 28 Nahrung, Annehmlichkeiten, ewig viel und wir kriegen durch die Petra ja auch noch ein bisschen was dazu. Ja. Gucken wir uns gleich mal an, was wir mit dem Handwerker machen. Ob wir roden oder ob wir den Dings bauen. Giebelberg Barkal wurde gebaut. Oh, und das sieht nicht gut aus für unsere. In Runde 100. Das sieht nicht gut aus für unsere Bogenschützen da oben. Ja, ich würde die Bogenschützen nochmal schwächen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Und der kann den nochmal hier. Ja, eigentlich platt machen, schafft es aber nicht ganz. Aber dann dürfte der das schaffen und dann vielleicht genug Erfahrung kriegen, um sich aufzuleveln. Ja. Reicht leider nicht ganz. 6 Erfahrung. So, mehr Wohnraum in Al-Kuru benötigt. Das wissen wir. 6 Einwohner, aber ein bisschen mehr Produktion dadurch. Das sieht aber so jetzt nicht schlecht aus. Reformkirche hat die aus. Ist das das, was wir brauchen? 6 Städte mit unserer Religion. Welche ist denn die sechste Stadt mit unserer Religion? Oh, Ravenna. Ja, sehr schön. Dann hat sich das auf jeden Fall schon mal erledigt. So, was machen wir jetzt mit unserem Handwerker? Das Roden. Dann haben wir deutlich weniger Produktion. Das bewirtschaften wir halt gerade, ne? Bewirtschaften definitiv gerade die besten Felder. Mit Abstand. Hier würden wir noch 2 Produktionen dazu bekommen. Hier wollen wir dann als nächstes den Handelsbezirk bauen. Bis dahin könnte man sich aber nochmal einen Handwerker kaufen. Nachhaltiger ist das auf jeden Fall. So, weiter erkunden. Wir gucken uns erstmal hier oben an, was das für eine Stadt ist. Ah, das ist tatsächlich noch eine Stadt. Das ist auf jeden Fall noch eine Stadt von Batrieux hier. Die hat auch schon extrem viele Städte. Wir schicken den Schwertkämpfer trotzdem mal zur Unterstützung damit hin. Denn ich glaube, der Bogenschütze ist auch bald Geschichte hier. Und wir müssen unbedingt dieses Barbarencamp ausrotten. Das nimmt uns hier die Einheiten weg. 77 Wissenschaft inzwischen. Da stockt der Ausbau jetzt gerade ein bisschen. Die Römer haben ein bisschen Wissenschaft eingebüßt, das ist gut. Wie sieht es denn in der wissenschaftlichen Forschung aus? Wir sind hängen noch hinten dran. Aber ja, das war auch klar, dass wir den einbüßen. Naja, ich vertraue dem Armbrustschützen nicht. Ich wüsste nicht, wo der ist. Jetzt ist, aber. Ja, wir bauen erstmal dann das Sägewerk, was wir grundsätzlich vorhatten. Wieder mehr Produktion. Das sieht alles super aus. 36 Produktionen inzwischen. Treffen des Weltkongresses steht bevor. Missionar kaufen wollen wir nicht. Und wir haben Hongkong kennengelernt. Oh, sehr schön. Das ist ein Produktionsstadtstaat. Stadtstaat Nummer 7. Und dazu gibt es auch gleich mal eine Quest. Aber wir haben auch 2 Gesandte. Handelsweg entsenden. Ich würde tatsächlich sagen, wir holen uns zumindest mal den ersten hier. Für Produktion in der Hauptstadt beim Gebau von Gebäuden. Und Wundern, glaube ich, oder? Nächste Stadtprojekte. Ach nee, das ist der Bonus. Beim Bau von Wundern, Gebäude, Bezirken. Ja, sehr schön. Das machen wir. Aber erstmal nur ein, weil mit 3 kommen wir dann erst weiter. Und 5 brauchen wir nicht. Die Souterrain lassen wir noch. Da machen wir erstmal nichts weiter. Wir gucken mal, dass wir dann noch mehr Sachen bekommen. Hier gucken wir hier mal ein bisschen weiter. Oh, noch eine Stadt, Talong. Also wirklich viele Städte des Vietnam hier.
So, was machen wir hier? Der kann jetzt ja angreifen nächste Runde. Opfern wir den Schwertkämpfer jetzt auch noch? Oder ziehen wir uns zurück? Der kann zumindest, aber der kann da auch an, wobei hinter dem Hügel schwer. Hier ist er erstmal sicher. Und der müsste dann hier rüber. Dann sind die erstmal sicher. Bisschen strategisch jetzt denken und hoffen, dass alles klappt. Höchst theoretisch, was wir jetzt alles machen. So, Weltwunder sind im Bau. In einer Runde Steigbügel fertig, dann geben die Weiden mehr Nahrung. Das ist natürlich hier für diese Pferde, am Pater ist das natürlich gut. Aber auch für Meroe, die dann eine Weide haben, ist das nicht schlecht. Hier sind, ist die Oase im Betrieb, das passt soweit alles gut. Hier sind schon ganz gute Felder eigentlich in Wirksamkeit. Hier sieht es auch mit den vier Feldern ganz gut aus. Ja, das sieht auch ordentlich aus. Wir haben ja aber noch ein gutes fünftes und ein sechstes Feld offen. Also ich denke mir, da sind wir noch weiter entfernt. Das ist natürlich ein bisschen schade, wenn wir hier die Produktion ein bisschen einbüßen für den Campus, aber das nützt nichts. Dafür ist jetzt Feld für den Campus zu gut. Wir könnten uns aber tatsächlich überlegen, ob wir den Campus nicht hier unten hin platzieren. Ja, wobei durch die Nubische Pyramide bekommen wir da noch mal ein bisschen Wissenschaft dazu. Das müssen wir gleich noch mal schauen. Erstmal, Sondersitzung des Weltkongresses, da können wir nicht mit abstimmen. Wir sind also nicht dafür. Und der wurde auch abgelehnt, der militärische Wenige Notfall. Erfindungen waren so einfach wie der Steigbügel, aber kaum eine hatte einen dermaßen katalytischen Einfluss auf die Geschichte. So, Steigbügel wurde erforscht, sehr schön. Damit können wir jetzt hier ein bisschen weitermachen. Schießpulver. Oder gehen wir Richtung Bildungswesen? Ich denke, wir gehen jetzt Richtung Bildungswesen als nächstes. Das können wir gleich einführen. Da haben wir gleich den Bonus noch für. Das ist nicht schlecht. Da kommen wir dann auch hier weiter, später Richtung Belagerungstaktik und so weiter. Das werden wir halt ewig nicht bekommen, ne? Den großen Wissenschaftler. Nee. Also, ja gut. Wir holen jetzt zwar Punkte, 6 Stück pro Runde, aber sind immer noch zu langsam und zu wenig. Die Frage ist, bauen wir jetzt Universitäten als nächstes? Das können wir schnell erforschen. Das brauchen wir zum Beispiel auch noch für. Ah, nee, brauchen wir nicht, aber wir brauchen das dann hier weiter. Burgen, was bringt uns die denn noch? Kulturbonus, Renner, Alhambra könnten wir bauen, mittelalterliche Mauern. Bildungswesen wäre eigentlich sinnvoller. Wir machen erstmal das Bildungswesen mit der Universitäten. So, wir wollen natürlich weiter hier das Land aufdecken. Bisschen so im sicheren Reich des Vietnam, da werden wir nicht direkt angegriffen. Also, der hat sich jetzt dahin positioniert, damit er den hier treffen kann. Wir gehen mal hier hin mit dem. Und den anderen, der heilt sich mal hoch. Siedler ist bald da, ist auch sehr schön. Nächste Stadt wird bald gegründet. Ja, unsere Weltwunder laufen noch. Der nächste Schrein ist bald fertig. Heilige Stätte ist im Bau, Tempel ist im Bau. Das heißt, wir kriegen dann massiv mehr Glauben. Wissenschaft ist bei knapp 80 inzwischen. Auch das ist sehr schön. Gold sieht auch wieder ganz gut aus. Was könnten wir mit dem Gold machen? Handwerker kaufen vielleicht? Fragezeichen. Handwerker geht aber erst mit 340 Gold. Da haben wir einfach noch gerade zu wenig. Da können wir noch nicht so viel mitmachen. So, das ist wird der einzige Versuch bleiben, mit Vietnam diese Partie zu gewinnen. Sollten wir irgendwann verlieren, ist es vorbei. Aber wir versuchen natürlich unser Bestes. So, da ist ein Ich schließe Armbrustschütze. daraus, dass für die Macht des Königs mit seinem Axiom der Göttlichkeit gilt, dass genau wie jeder Frevel an Gott als Blasphemie zu bezeichnen ist, auch jeder Zweifel am König derselben gleichkommt. So, Regierung freigeschaltet, da kümmern wir uns gleich rum. Aber jetzt werden wir erstmal hier unseren Pikenier verbessern. Kann der noch hier hinlaufen? Wie viel Bewegung kostet das? Hier ist keine Brücke und kein Weg und Fluss, ne? Ne, dann kostet das 2 Bewegungen. Dann machen wir das jetzt. Dann ist er nämlich gegen die Armbrustschützen sehr, sehr stark. Tucker möchte noch niemanden haben. Schade.
Mit Glauben werden Käufe möglich. Die können wir nicht jetzt machen. Wir heilen uns hier erstmal jetzt aus, die beiden Einheiten. Der Schrein ist fertig. Sehr gut. Wir könnten jetzt auch einen Tempel bauen oder den Campus. Jetzt ist die Frage. Hier wird er der plus 3 bekommen. Das ist das durch die beiden Bezirke natürlich. Plus die Berge. Hier würde er auch plus 3 bekommen. Plus, dass wir hier ein Wissenschaft noch mehr bekommen, wenn der Campus hier fertig ist. Das heißt, es gibt 4 Wissenschaft hier. Aber wir würden dieses gute Feld kaputt machen. Und wir haben halt hier den aktiven Vulkan im Moment. Der halt immer wieder ausbrechen kann. Ich baue es hier hin. Ja, ich baue da den Campus hin. So haben wir noch eine Möglichkeit für ein gutes 5. Feld, was wir bewirtschaften können. Das ist mir lieber. Auch wenn wir hier das plus 1 bekommen, aber das ist erstmal okay. So, wir gehen natürlich direkt auf die Reform über die Gilden, da bräuchten wir 2 Märkte. Und wir wollen natürlich in die Monarchie. Ja. Wegen den Regierungskarten. Die gute alte Zeit hatte ihre Vorteile, aber es gab auch eine Menge Nachteile. Die Regierung Nubiens findet in der Monarchie neue Stärke, 3 Zeitalterpunkte dazu bekommen. Und das heißt, wir haben neue Militärkarten, die wir jetzt nehmen können. Annehmlichkeit mit Garnisonseinheiten oder Loyalität. Stadtverteidigung wäre ganz nett. Oh, Kampfstärke gegen Barbaren nehmen wir mal rein. Die brauchten wir jetzt, glaube ich, gerade mal. Wirtschaftskarte lassen wir natürlich erstmal die. Mit den Einflusspunkten lassen wir auch. Die lassen wir auf jeden Fall auch drin, die Jokerkarte. Und ich würde fast sagen, wir machen jetzt hier noch die Campuskarte rein. Gibt nämlich 9 Wissenschaft mehr. Und dann sind wir bei 88 Wissenschaft pro Runde. Das gefällt mir auf jeden Fall schon deutlich besser. Bonus für Burgen ist auch sehr gut. Nächstes Heurika bekommen. Und dann kommen wir hier auch ein bisschen weiter. So. Unser Siedler ist schon mal am Ort der Stelle, wo er bauen soll. Hier ist ein Armbrustschütze, der stört mich weniger. Wir haben jetzt auch eine Stadtmauer hier, die noch intakt ist. Die kann dann vielleicht auch schießen. Warum die das jetzt nicht kann, wundert mich. Oder ist die noch nicht zu Ende gebaut? Ach nee, hier ist die nur angezeigt. Ach, wir wollten die mal bauen, stimmt. Stimmt, wir wollten die bauen. Ja, dann lassen wir das erstmal. Und ihr, ja, weiter auf jeden Fall ausheilen. Wir brauchen euch. Den Pikenier gebe ich dann nochmal mit als Verstärkung dazu. Gut. In 2 Runden Petra fertig, in 6 Runden Artemis. Ja, mit Kultur werden wir nicht weit kommen. Die holländischen Missionare sind gerade wieder unterwegs. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht dann auch nochmal einen Apostel schicken. Also der Armbrustschütze würde hier unsere Stadt angreifen. Das ist gut, dass der das macht, weil der kriegt jetzt auf jeden Fall einen drauf. Genau, und dann zieht er hier weiter. Salpeter haben wir ja mal genug, könnten wir eigentlich nutzen. Aber wir gründen jetzt erstmal die nächste Stadt. Sedainga. Und Sedainga hat natürlich auch gleich unsere Religion. Und das ist wunderbar. Und wir werden hier dann gleich mal massiv in die Produktion gehen. Erstes Bauprojekt. Auf jeden Fall der Hafen. Hier würde sich der Hafen auf jeden Fall machen. Mit 3 Gold. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir das strategisch klug machen, hier hinzubauen. Damit wir vielleicht noch Bezirke anschließen können. Weil das können wir hier nicht. Und hier gibt es genauso viele Ressourcen. Also würde ich sagen, machen wir den Hafen an dieser Stelle. Ist auf jeden Fall sinnvoller. So, ansonsten ist hier alles im Weg. Hier können wir das auf jeden Fall wegmachen jetzt, den Punkt. Da haben wir den Campus jetzt da gebaut. So viele Pins haben wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr offen, wenn ich das richtig sehe, ne? Na, noch ein paar. Ein paar noch, das ist okay. Ja. Ja, hier müssten wir ja auch nochmal einen Bezirk planen. In Al-Kuru. Da wir hier einen Hafen bauen wollen, würde ich sagen, Handelszentrum ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Lass uns doch hier dann auch einen Theaterplatz bauen. Fände ich hier irgendwie besser. Genau, hier haben wir geplant. Wir könnten dann hier überall noch schauen, aber ich denke mal, erstmal passt das.
In einer Runde Petra fertig. Sehr schön. So, und wir haben jetzt auch gleich wieder ein bisschen mehr Glauben. Auch das wäre nochmal cool, wenn wir die Karte reinbekommen. Neue Bogenschützen. Petra ist ein brillantes Beispiel für das künstlerische Talent des und Menschen, Petra gebaut. Unfruchtbare Felsen in ein majestätisches Wunder zu verwandeln. Wunderbar. Sehr schön. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Und jetzt guckt euch mal bitte die Erträge an hier. 6 Nahrung, 3 Wissenschaft und wir kriegen natürlich auch auf weiteren Wüstenfeldern hier dann Nahrung und sowas. Dazu haben wir im Moment noch nicht, aber ist auf jeden Fall gut. Petra in Runde 105 gebaut und wurde durch uns gebaut. Erstes Weltwunder, was wir gebaut haben. Sehr schön. Das gibt ein Heureka haben wir ausgelöst. Es gibt Zeitalterpunkte wieder. Den Bonus für den Stützpfeiler haben wir auch und nochmal 3 Zeitalterpunkte für den Bau eines Weltwunders. So, jetzt gucken wir mal weiter. Neue Regierungsform macht auch neue Regierungsgebäude möglich. Wir könnten die Bibliothek bauen, die wollen wir mit Glauben kaufen. Ich möchte aber nochmal einen Glaubenssatz dazu machen. Das heißt, einen Apostel werden wir uns gleich nochmal dazu holen. Wie sieht's aus mit unserer Religion? Hat uns da irgendwas getan worden? Nein, das sieht soweit erstmal gut aus. Unsere Städte haben die Religion, auch Ravenna und die holländischen Missionare kommen nicht so weit. Das ist okay. Da mache ich mir weniger Sorgen. Hier erstmal den nächsten Bogenschützen attackieren. Wunderbar. Hier der Pikinier stört mich nicht. Wie machen wir weiter? Gebäude im Regierungsplatz bauen vielleicht? Wenn ja, welches? Was wollen wir machen? Außenministerium. Diplomatische Gunst des Ausleben des Militärs von Stadtstaaten kostet halb so viel Gold. Stadtstaateneinheiten erhalten plus 4 Kampfstärkebonus, sofern. Oh, das ist nicht so schlecht. Geheimdienst. Ist mit Spionage. Das könnte wichtig werden, weil wir später Wissenschaftssieg gehen könnten. Weil wir dann auch Gegenspionage machen können. Kapelle des Großmeisters. Gewährt die Fähigkeit, Landeinheiten mit Glauben zu kaufen. Die Bündner von Modernisierung und Bezirken liefern zusätzlichen Glauben. Landeinheiten Glauben kaufen. Das sind dann so, ja gut. Das sind dann alle möglichen Sachen. Ich würde aber hier tatsächlich jetzt, weil wir ein Wissenschaftsspiel machen, auf den Geheimdienst gehen. Das scheint mir wichtiger. So, hier haben wir alles fertig, was wir machen wollen. Wir haben wenig Wohnraum und wenig Produktion. Ich würde sagen, hier bietet sich jetzt tatsächlich der Kornspeicher an. Dass wir mehr Chancen auf mehr Bezirke haben. Hier gucken wir natürlich ein bisschen weiter, was wir noch entdecken. Es sind immer noch 2 Sis. Genau, hier wird Gips gebaut. Wunderbar. Wir können auch eine Gelegenheit für eine Gipsindustrie jetzt. Die würde ich tatsächlich... Wo haben wir denn noch Gips? Wir hatten nochmal Gips irgendwo. Hier, in Napata. Ich würde dir sagen, die bauen wir hier in Seidenga, weil... Oder in Seidinga, Seidenga. Weil wir sonst jetzt haben. Hier bekommen wir ein bisschen Nahrung dazu dadurch. Das hilft uns dann beim Ausbau der Stadt. Ansonsten müssen wir nichts machen, glaube ich. Genau, Feudalismus in 7 und 6 Bauernhöfe haben. Hatten wir das mal? Weiß ich nicht. Wir haben einen Bauernhof. Wir haben echt wenig Bauernhöfe. Gut, der Missionar kann hier rummissionieren. Das wird dem nicht so viel bringen. Nächste Runde können wir schon fast, glaube ich, den nächsten Apostel berufen. In die übernächste Runde. Es zeichnet einen gebildeten Geist aus, sich mit jenem Grad an Genauigkeit zufrieden zu geben, den die Natur der Dinge zulässt. Bildungswesen freigeschaltet. Wir können Universitäten bauen. Und wir haben jetzt Gips extra. Gips möchte gerne vertauscht werden. An Batrieu können wir das gerne machen. Zucker will niemand haben. Aber zumindest da kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Dann können wir Stützpfeiler. Die Hagia Sophia. Auch ein sehr schönes Weltwunder. Ja. Geht dann hier über den Schiffsbau. Das würde relativ schnell gehen. Bogen. Kartografie. Das dauert mir alles noch ein bisschen zu lange. Wir machen es mal mit den Stützpfeilern. Ich finde das gar nicht so schlecht. Hagia Sophia könnte wirklich ein interessantes Weltwunder für uns sein. Und Kumasi. Oh. Jawohl.
Den Handwerker nehmen wir gerne. Der braucht zwar ewig bis zu uns, aber den nehme ich gerne. Und Kumasi als Kulturstadtstaat. So, dann haben wir 8 von 9 Stadtstaaten getroffen. Einer fehlt noch. Und das machen wir mal. Wir haben nämlich auch nicht so wahnsinnig viel Kultur. Und da geben wir gerne mal einen Gesandten hin. Ein bisschen mehr Kultur zu haben. Und das passt soweit erstmal für uns. So, wir gucken uns mal, dass wir uns um den kümmern. Hier sind inzwischen alle aufgeheilt. Das ist wichtig. Der Handwerker macht hier eine Industrie. Das gibt 2 Nahrung, 5 Produktion, 2 Gold. Perfekt. Und dann bauen wir hier noch gleich ein Sägewerk hin. Dann sieht das schon mal gut aus. Oder wir behalten das für das mögliche Luxusgut für Bernstein oder die Krabben. Für Bernstein vielleicht eher. Ja, ich glaube, das lassen wir für Bernstein. So, was kostet der nächste Apostel? 430, den können wir erst nächste Runde kaufen. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Tempel der Artemis ist in 4 Runden fertig. Haben wir so wenig Produktion hier? Eigentlich ist es nicht so schlecht, ne? So wenig Bürger hier, aber so wenig Nahrung, damit wir wirklich wachsen. Das wird ein cooler Theaterbezirk. So. Meroe wächst und seine Bewohner sind stolz auf ihre blühende Metropole. 10 Einwohner, 1 Zeitalterpunkt. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt haben wir hier einen Barbarenplänkler. Also es wird ja wirklich immer wilder hier mit den Barbaren. Das ist wahrscheinlich der Speer, der sich hier gerettet hat. Mann, Mann. Die nerven jetzt gerade wirklich so ein bisschen. Ein Zeitalterpunkt für Meroe. Das ist okay. Wir können dann einen Apostel kaufen. Das machen wir. Glauben missionieren, wichtig. Und wir wollen natürlich weiter Dinge erforschen. Kumasi erforscht. Weitere Länder warten auf uns. Ja, die Handwerker schicken wir jetzt erstmal in Ruhe zurück. Der kann jetzt ein bisschen laufen. Aber die Barbareneinheit nehmen wir, den Handwerker nehmen wir uns natürlich, denn der war Freihaus. So, ja genau, den Handwerker, den stationieren wir erstmal hier. Die müssen wir eigentlich mal ein bisschen weiter schicken zum Helfen. Hier bauen wir, wie gesagt, den Geheimdienst in einer Runde hier die Heilige Stätte fertig. Ist auch gut, 2 Runden der Kornspeicher, 3 Runden. Wir haben im Moment nicht so viel Gold. Da müssen wir im Moment nichts machen. Schiffsbau, Feudalismus. Nächste Runde. Mal das so ein bisschen im Blick haben. Wir können aber jetzt inzwischen einen neuen Bezirk bauen. Jetzt überlege ich gerade, Napata, ich glaube, den Bezirk bauen wir von Napata aus. Nichts als eine Planke befindet sich zwischen dem Seemann und der Ewigkeit. Ja. So, der ist zur Beförderung, aber wir machen jetzt erstmal den Glauben missionieren. Wollen wir natürlich machen. So, Bibliothek machen wir mit, kaufen mit Glauben, wir bauen den Schrein natürlich. Wir wollen jetzt Glaubenssatz wählen. So. Also, welche Gebäude wollen wir bauen? Ich würde sagen, Gurdwara fände ich noch ganz interessant. Wohnraum kriegen wir nicht. Annehmlichkeiten finde ich Quatsch. Moscheen nur Glauben und eine Verbreitung mehr bringt uns nicht so viel. Synagogen sind natürlich krass, wegen denen wir deutlich mehr Glaubensbonus geben. Pagoden mit der diplomatischen Gunst finde ich auch nicht so wichtig. Ich bin für Gurdwara. 3 Glauben, 2 Nahrung und 1 Wohnraum. Die Argumente der Theologen des Verlangens füllen große Bücher. Dies ist die erste Religion, die ihre Glaubenssätze detailliert darstellt. 4 Zeitalterpunkte. Sehr, sehr schön. Und ja, wir gehen hier schon mal über den Fluss. Dann haben wir ein bisschen mehr zu erforschen. Unser Handwerker läuft hier durch die Lande. Ja, den schicken wir mal Richtung Westen. Der müsste sich mal ein bisschen weiter ausheilen. Der Handwerker bleibt da an Ort und Stelle. Das ist soweit erstmal in Ordnung. Müssen wir sonst irgendwas machen? Nein, ich denke, sonst ist alles klar. Was können wir mit dem Gold machen derzeit? Schrein können wir kaufen, aber den bauen wir gerade. Das brauchen wir nicht. Handwerker ist noch zu teuer. Universität kostet 1000 übrigens. Kornspeicher in Napata. Ne, da machen wir das mit dem Tempel der Artemis gleich.
Ein Monument kaufen vielleicht in sei Dinger wegen den Feldern, damit wir eine schnellere Ausbreitung haben. Das ist vielleicht und es gibt ein bisschen mehr Kultur. Ja, das könnte Sinn ergeben. Kornspeicher wäre auch nicht so schlecht, wegen dem Wohnraum und ein Nahrung mehr würde das Wachstum erhöhen. Beides gute Argumente. 29 Runden. Ja, ich bin erstmal für das Monument, dass wir das kaufen tatsächlich. Ja. Ich denke, das hilft uns auf jeden Fall ein bisschen mit der Kultur und das hilft auch vor allem dann hier beim. Guck mal, dann haben wir nämlich in 4 Runden den nächsten Ausbau. Das ist nämlich deutlich schneller. Das halte ich für sinnvoller. Und wir ziehen mal vorsichtig mit dem. Da oben ist es irgendwo, das Barbarencamp. Vorsichtig mit dem Schwerkämpfer weiter. Und gehen in die nächste Runde. Aber auch Mietler hilft es gerade ein bisschen mit. Oh, da ist der Plänkler, aber das ist kein Problem. Den kriegen wir, glaube ich, jetzt platt gemacht mit unserem Schwertkämpfer. Und da oben wird jetzt auch massiv da Druck ausgeübt. Das ist gut. Die kommen irgendwo aus dieser Richtung. Ich würde jetzt mal vorsichtig unseren Schwertkämpfer mit hinschicken und hier gegen den Plänkler ziehen. Und der ist jetzt auch zu der Beförderung verfügt. Das ist sehr gut. So, in Al-Quwu können wir Gurdwaras bauen. Die geben uns natürlich mehr Glauben. Wir können die Universität bauen, die kaufen wir dann mit Glauben. Das heißt, das machen wir nicht so weit. Neuen Bezirk geht nicht. Stadtmauern könnte man bauen. Brauchen wir auch nicht. Jetzt ist die Frage. Das hatten wir gesagt, ist alles Quatsch. Handwerker sehe ich jetzt auch nicht. Dann ja, machen wir das, glaube ich, mit dem Gurdwara. Wir haben eben nicht so viel Nahrung. Gibt halt mehr Glauben. Ich denke, das brauchen wir dann auch für die ganzen Gebäude. Und das ist tatsächlich ein ganz schickes Gebäude hier mit den Kugeln. Das passt zu uns, würde ich sagen. Oha, da wurde eine Stadt der Niederlande, glaube ich, eingenommen. Andersrum. Wilhelmine hat eine Stadt von Batrieux eingenommen. Und wir können mit Batrieux inzwischen Freundschaft schließen. Da, ich habe euch von meiner Vergeltungsliste gestrichen. Das ist schön. Das finde ich doch gut. Auf gute Nachbarschaft. Hier warten wir ab. Und dann können wir uns, glaube ich, schon in die nächste Runde aufmachen. Runde 109 sind wir jetzt. Genau, in einer Runde ist der Tempel der Artemis gebaut. Sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, wieder eine schöne Sache. Als ich das Haus der Artemis auf den Wolken thronend sah, verloren diese anderen Wunder ihren Glanz. Und ich sagte, abgesehen vom Olymp, hat die Sonne nie auf etwas so Großartiges herabgesehen. Sehr schön, Tempel der Artemis ist gebaut. Wunderbar. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und Stützpfeiler ist auch abgeschlossen. Wir können die Hagia Sophia bauen. Was aber sehr viel schöner ist, jetzt haben wir einen absoluten Nahrungsboost bekommen in Apata. Das ist super wichtig. Auch natürlich wahnsinnig viel Wohnraum. Und ja, das hilft der Stadt auf jeden Fall weiter. Wir könnten jetzt überlegen, Gurdwara zu bauen, um einfach den Glaubensoutput massiv zu pushen. Bibliotheken bauen, klar, machen wir dann auch gleich. Mehr Nahrung zu bekommen. Neues, ja, die Hagia Sophia, 43 Runden, davon sind wir noch ein bisschen entfernt, die brauchen wir nicht sofort bauen. Ja, ich bin für das Gurdwara Gebäude. So, Schwertkämpfer kann eine Beförderung nehmen. Sollte er auch, der Gute. So, wir ziehen mal vorsichtig voran. Da der macht mir ein bisschen Sorge. Gucken mal, dass wir nochmal einmal zurückgehen, da war jetzt erstmal nichts. Drei Zeitalterpunkte übrigens für den Tempel der Artemis. Also können wir schon Bibliotheken kaufen eigentlich? Nein, 180. Müssen wir noch ein bisschen warten. Nächste Runde können wir Bibliotheken kaufen. Müssen wir Missionare kaufen? Das ist noch vielleicht noch interessant. Nee, im Moment erstmal nicht. Okay. Gut, nächste Forschung. Kartografie, Massenproduktion oder Burgen.
Ein Bogen wäre, glaube ich, ganz nett. Hier warten wir nochmal schön ab. Unseren Handwerker schicken wir mal so langsam zu uns. Der braucht jetzt erstmal ein bisschen. Und hier, ja, können wir uns zumindest ein bisschen fortbewegen. Haben wir noch keine neuen Zivilisationen fertiggestellt. Sehr schön. Haben wir jetzt irgendwelche Bauprojekte, die jetzt relativ schnell aufhören? Nein, das ist nicht. Das ist, in einer Runde haben wir einen neuen Bürger dazu. Das ist ganz interessant. Dann könnte man überlegen, ob wir mit der einen... Ja, wir warten mal mit dem Bernstein tatsächlich. Möchte ich den lieber haben. Unser Händler ist immer noch unterwegs. Handelsbezirke werden auch mal interessant sein, dass wir die bauen. Demnächst. Mit dem Feudalismus wuchs dem Menschen eine eiserne Rüstung, bis er im Kampf irgendwann einem Gürteltier glich. So, neue Politikkarten. Das ist sehr schön. Und Bauernhofmodernisierung bekommen, wenn wir diese Bauernhofdreiecke jetzt mehr nachholen dazu. Wir verändern hier erstmal nichts in der Hinsicht. Wir lassen jetzt erstmal alles so, wie es ist. Ich denke, auch die Kampfstärke gegen Barbaren brauchen wir noch so. Neue Regierung machen wir dann, wenn wir die Theokratie haben. Das ist besichtigt, weil wir jetzt zwei feste Wissenschaftsslots haben. Mehr Wohnraum benötigt Insidinger. Ja, das wissen wir. Das können wir dann ändern mit dem Kornspeicher. Es gibt einen Meteorscher. Da wo unser Schwertkämpfer drauf sitzt. Das gibt einen Ritter. Das ist super stark. Die Gratis-Militäreinheit, die gönnen wir uns. Mit dem versuchen wir mal, diesem Plänkler hier ein bisschen zu sorgen. Und mit dem Schwertkämpfer gehen wir mal langsamer. Hier sind aber auch schon wieder so unfassbar viele Einheiten. Ist das unangenehm mit den ganzen Barbareneinheiten da. So, Handwerker zieht durch die Lande. Wir müssen gleich mal gucken, dass wir offene Grenzen vereinbaren mit dem Römer. Sonst kommen wir da nicht so weit. Und unsere Freundschaft mit Wilhelmina müssen wir auch erneuern. Sehr schön. Findet sie auch noch gut. Von daher ist das alles in Ordnung. So, wir können unsere ersten Bibliotheken kaufen. Das machen wir natürlich jetzt. Wir wollen unsere Wissenschaften aus Output massiv steigern. Und es gibt auch jedes Mal einen Zeitalterpunkt, wenn wir das machen. So, der Speer tappt da so ein bisschen in der Falle. Ich denke mal, dass wir den jetzt so ein bisschen einkreisen können. Der sollte da jetzt nicht wirklich wegkommen. Das ist schon mal gut. Und wir schicken mal unseren Ritter jetzt durch die Gegend. Da ist unser erster Ritter. Nubische Ritter. So, zwei Gesandte haben wir frei. Ja, könnte interessant werden. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal so ein bisschen zu gucken, wo könnten wir uns zerreden werden. Im Moment nirgendwo, wenn ich das richtig sehe. Hier bräuchten wir 8, hier brauchen wir 4. Hier brauchen wir auch 4, da haben wir noch gar keinen. Wir lassen die Gesandten erstmal und versuchen dann sozusagen unseren Status quo zu halten. Genau, hier einmal rumlaufen. Durch Genf können wir durchlaufen. Das ist schon mal gut. Den behalten wir natürlich. So. In einer Runde ist hier was fertig, in drei Runden da. Ich würde aber sagen, wir sind in Runde 112. Wir sind sehr, sehr weit gekommen. Wir sind eigentlich erst in der 8. Folge und schon in Runde 112. Wir kommen also sehr, sehr gut voran. Es sieht gut aus, denke ich mal. Also wir kommen, ja, die Wissenschaft wird ein großes Thema werden. Wir sind jetzt mit 100 Wissenschaft auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Trajan ist sehr, sehr weit vor uns und eigentlich auch Wilhelmine und Batrieu. Beide sind noch vor uns. Die sind schon in der Renaissance. Aber wir sind auch in der Renaissance. Wir sind nicht weit hinter denen. Wir holen auf. Kulturell sieht es ein bisschen anders aus. Da hinken wir tatsächlich ein bisschen weit hinterher. Da sind wir jetzt noch im Mittelalter und müssen noch einiges erforschen. Aber das macht mir alles nicht so viel Sorge. Wir haben eine starke und eine stabile Religion. Wir haben jetzt auch einen relativ guten Glaubensoutput, den wir auf jeden Fall nochmal steigern können mit der neuen Regierungsform, die wir dann bald annehmen. Und ja, ich denke mal, das Wissenschaftsspiel ist nicht so schlecht. Vor allem, weil wir sehr, sehr viel Produktion haben hier auf diesen Feldern. Das müssen wir uns zunutze machen später für die Raumfahrtprojekte. Wir haben jetzt auch mit dem Außendienst die Möglichkeit zu spionieren.
Wir kommen voran. Das einzige Manko, was wir derzeit haben, wir haben immer noch ein bisschen zu wenig Städte. Wir haben jetzt 6 Städte und wir müssen ja jetzt noch massiv noch weiter in den Ausbau gehen. Also Nummer 7, 8, 9 und 10 sollte es noch werden. Das ist sonst ein bisschen dünn. Aber wir arbeiten dran. Auf jeden Fall spielen wir das Spiel weiter. Wir haben uns dafür entschieden. Es gibt also keinen zweiten Versuch in dieser Partie. Das heißt, entweder gewinnen oder wir verlieren gegen die KI. Wir hoffen natürlich auf einen Sieg. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Folge und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaltet immer rein, abonniert gerne den Kanal, liked uns und schaut uns vor allem ganz gerne bei Twitch mal live vorbei. Coach und ich streamen auf jeden Fall immer gerne. Es gibt auch ein, zwei Projekte, die Coach hier auf dem Kanal betreut. Er hat Assassin's Creed Let's Played und zwar Origins, glaube ich. Und derzeit Far Cry 6, also guckt auch gerne mal bei ihm in die Videos vorbei oder in die Livestreams. Und ich bin im Moment derzeit mit Elden Ring und Kingdom Come Deliverance unterwegs, live auf Twitch. Auch die VODs gibt es hier bei YouTube zu finden. Also schaut da gerne mal rein. Ansonsten haben wir immer mal wieder so kleine Specials, wie zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Display Openings. Das heißt, dann wird sogar tatsächlich mal ein bisschen Real Life was gemacht. Oder wir spielen Brettspiele über den Tabletop-Simulator. Auf jeden Fall ein sehr, sehr vielfältiges Programm. Schaut da gerne mal rein. Wir freuen uns auf euch. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Folgen. Ciao.